Meet and Greet mit Julia und mir. Hallo ihr Lieben. Hallo. Heute machen wir ein Video und sind nicht mehr alleine heute, also nicht nur Leni und Paul, sondern wir haben jemanden mitgebracht und zwar Julia mit ihrer weißen Schäferhündin Mia. Und zwar war das Ganze so, wir waren beim Public Viewing, beim Endspiel der Weltmeisterschaft und haben ganz doll mitgefiebert und auf einmal stand Julia neben mir und hat uns oder mich angesprochen, ob ich YouTube-Videos drehe. Ja, dann haben wir so ein bisschen gequatscht und gefeiert und Mia möchte auch was erzählen. Nee. Und haben uns dann heute getroffen, sind jetzt schon eine Runde durch den Wald gelaufen und waren schon schwimmen, beziehungsweise Mia war schwimmen. Und ja, jetzt wollten wir euch einfach so ein bisschen erzählen, wie Julia auf den Hund gekommen ist, was die beiden schon so alles können, wie sie auf die YouTube-Videos aufmerksam geworden ist und so weiter. Ich hoffe, ihr habt Spaß und dann bis gleich. Tschüss! Ich bin Julia, 17 Jahre alt. Mia ist mein erster eigener Hund, weißer Schäferhund, 9 Monate alt. Ich habe sie, seitdem sie 8 Wochen alt ist, und nach langem Überreden meiner Eltern durfte ich sie mir endlich kaufen und bin super glücklich. Von Anfang an habe ich die Glückspfoten verfolgt und vieles umgesetzt in den Videos, und wir haben zum Beispiel auch zu mir oder auch, dass sie erst aus dem Kommando darf, wenn ich okay sage und kein Bleib gesagt wird. Und obwohl sie immer wieder in der Hundeschule sagen, nee, sag doch Bleib. Nein, ich sag kein Bleib und das ist super, genau. Weil es viel besser. Aber mehr dazu nachher. Ich habe im März, weil ich dann mal... Hilfst du uns? Mhm. Hallo. Hallo, ihr Lieben. Wir haben jetzt hier eine Bank gefunden, wo wir dann ein bisschen euch was erzählen können. Beziehungsweise ich habe mir so ein paar Fragen überlegt, wo ich denke, dass die euch vielleicht auch interessieren können. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Vielleicht erstmal wäre es interessant oder würde es die Leute interessieren, wieso hast du dich überhaupt für einen weißen Schäferhund entschieden? Also ich fand schon immer Schäferhunde toll. Und die weißen Schäferhunde sind halt freundlich, nett, arbeitswillig, wollen einem immer gefallen. Ich finde sie auch total schön. Mhm. Und weil ich Schäferhunde toll fand, habe ich mich für einen weißen entschieden. Mhm. Und wusstest du denn vorher schon, dass du auch so, so auf sportlicher Ebene irgendwie was machen möchtest? So Unterordnung oder Rettungshunde oder sowas in der Art? Oder war das für dich vorher total alles fremd? Nee, mir war von Anfang an klar, dass ich Hundesport machen möchte. Und ich bin mir nur jetzt noch nicht sicher, was ich genau machen möchte. Mhm. Am tollsten fände ich Rettungshundearbeit. Oder wenn sie alt genug ist, sie wäre auch sehr gut für Agility geeignet. Mhm. Aber ich möchte auf jeden Fall auch was mit ihr machen. Und im Moment machen wir Unterordnung und Streb-BH. Aber auf jeden Fall, genau. Ja, ja. Genau. Okay, die Mia ist jetzt 9 Monate alt. Wann hast du denn angefangen oder wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, bei YouTube dir Hundevideos anzugucken? Weil, wie bist du darauf gekommen, da bei YouTube nachzugucken oder wie ist das so? Ich habe damals mal bei YouTube geguckt, weil sie so Probleme hatte mit dem Stubenreinwerden. Ah, okay. Und dann bin ich so durch Zufall an euer Video gekommen. Das steht ja immer so bei anderen Videos. Mhm, genau. Und dann bin ich auf euren Kanal gekommen und habe mir ein paar Videos angeguckt und fand das direkt von vornherein total super. Und so bin ich dann darauf gekommen und habe dann immer geguckt, ob neue Videos da sind und viel umgesetzt.
Weil das ja auch schon mal so länger her ist. Ich glaube, da hatten wir noch gar nicht so viele Videos, oder? Nee, da hattet ihr noch gar nicht viele. Mhm. Aber da hattet ihr von Anfang an dieses ohne Blei. Mhm. Und das fand ich super toll. Und hab dann gedacht, da guckst du mal öfters rein, weil scheint was Gutes bei zu sein. Ja, okay. Ja, das finde ich auch, also dieses mit dem Blei, das finde ich auch total cool. Müsst ihr euch gleich mal angucken, wir machen da vielleicht gleich auch nochmal ein Video zu. Da sieht man mal, wenn man das einem Hund direkt von Anfang an beibringt, wie viel wert das ist und wie toll das klappt, dass die Hunde eben dann bleiben, ohne das Kommando bleibt, sondern einfach das Kommando so lange ausführen, bis eben das okay kommt. Die Julia hat uns eben erzählt, dass sie zu Hause dieses Deckenkommando direkt von Anfang an, war das überhaupt gar kein Problem, dass die Mia ins Körbchen oder auf die Decke geschickt wurde und wirklich so lange gewartet hat, bis dann von der Julia eben das Aufhebekommando dieses okay kam. Und da hat man, oder erspart man sich, glaube ich, ganz viel Stress, den man sonst mit diesem Bleib, wie man das so aus so vielen Hundeschulen und so kennt, dann wirklich hätte. Ne? Genau. Und was ich eben auch total cool finde, dass die Julia, obwohl in der Hundeschule erzählt wurde, dass sie das Blei benutzen soll, sie da wirklich konsequent gesagt hat, nein, ich mach das mit dem okay. Ja, und das hat sich einfach jetzt ausgezahlt. Ne, genau. Ja. Ich miterzählen? Nein. Okay. Wie hast du das mit dem okay, mit dem zu mir aufgebaut? Ich habe ein Geschirr dran gemacht, eine Schleppleine, habe mich auf eine Wiese gestellt, habe ganz leckeres Futter genommen. Hab's am Anfang auch gemacht, wo sie noch nicht gefressen hatte, also morgens, ja, wo sie dann auch Hunger hatte. Sehr gut. Und hab's dann einfach gemacht. Ich habe einfach mich zum Hampelmann, zum Affen gemacht, habe ein bisschen aufmerksam auf mich gemacht. Und wo sie nicht gekommen ist, habe ich sie an der Schleppleine rangezogen, habe das Kommando gesagt und dann wurde sie dafür belohnt. Dann haben wir das viel geübt und dann hat sie es verinnerlicht. Cool. Total cool. Ja, das ist eben auch, das finde ich auch noch mal eine ganz wichtige Sache, dass viele Leute mit einem Hund trainieren wollen, der einfach satt ist. Und wenn ein Hund jeden Tag das Futter zur freien Verfügung hat, da hatte ich jetzt auch mehrere Anfragen bzw. Nachrichten darüber, über diese Diskussion, dass der Hund einfach kein Futter zur freien Verfügung haben sollte. Die Hunde machen nichts umsonst und deswegen ist es natürlich ganz sinnvoll und logisch, dass man am besten dann trainiert, wenn der Hund Hunger hat und eben nicht, wenn er gerade gefressen hat. Ne? Was man dann auch jetzt hier wieder sieht, dass es dann auch wesentlich schneller klappt natürlich. Ja. Also als sie, ich habe auch mal geübt, als sie satt war, es hat gar nicht geklappt. Da hat die gesagt, bist du blöd? Ich habe keinen Hunger, was ja, willst genau. du von mir? Und das hat viel besser geklappt, wo sie hungrig war. Jetzt klappt es natürlich auch, wenn sie satt ist. Also ich muss jetzt nicht rausgehen, wenn sie Hunger hat, sondern ich kann auch rausgehen, wenn sie satt ist. Aber so fürs Üben, fürs Training, genau. ist auf jeden Fall besser, wenn der Hund Hunger hat. Absolut. Also, ihr braucht hungrige Hunde. Dann noch eine Frage. Und zwar hattest du eben erzählt, dass das mit dem Dummy, mit dem Apportieren schon so gut klappt. Wie habt ihr das gemacht? Also, da sie sehr spieltriebig ist, habe ich am Anfang mit dem Dummy mit ihr gespielt und erstmal so sie wild darauf gemacht, dass sie ganz interessiert war und total Bock hatte. Und dann habe ich den geworfen, sie direkt hinterher. Da hat sie den auch recht schnell von selber in den Mund genommen und wo sie ihn in den Mund hatte, habe ich die Schleppleine an mich rangezogen und habe gesagt, bringen. Das heißt, der Dummy, den hat sie an die Schleppleine gemacht? Ne, den hatte sie im Mund. Mhm. Also ich habe ihn geworfen, sie hat ihn in den Mund genommen und dann habe ich sie da rangezogen. Achso, du warst also Mia an der Schleppleine. Genau, Mia, Entschuldigung, okay. Ich hatte Mia an der Schleppleine. Und dann, wenn sie bei mir war, durfte sie dann aus dem Dummy fressen. Mhm. Und wann hast du dich das erste Mal getraut, sie von der Schlepp abzumachen? Das ging recht schnell, da sie sehr spieltriebig ist, habe ich, glaube ich, nach 3-4 Mal üben, habe ich sie schon losgemacht. Da hat es von Anfang an geklappt, weil sie genau wusste, wenn ich damit jetzt abhaue, habe ich davon nichts. Wenn ich es zu dir bringe, kriege ich das lecker. Ja, genau. Super. Wie aus einem Bilderbuch. Sehr schön. Wie macht der Hund? Wie macht der Hund? Jetzt guck mir die mal. Wie macht der Hund? Wie macht der Hund? Wie macht der Hund? Wie fein. Sehr cool. Also das, was ihr jetzt gesehen habt, war Bellen auf Kommando. Die Julia sagt eben nicht aktiv. Man kann da also egal was für ein Kommando drauflegen, Pizza, Pasta, gib laut, wo ist der Hund oder was hast du gesagt? Wie macht der Hund? Wie macht der Hund, genau. Wo ist der Hund? Wo ist die Katze? Keine Ahnung. Wo ist der böse Nachbar? Ganz egal. Wie habt ihr das trainiert? Ich habe mit ihr gespielt, ganz wild, mit einem Zergel.
Und wo sie dann richtig aufgewühlt war, habe ich das Spielzeug versteckt und so zwischen meinen Armen. Und dann kam aus Frust Junken. Und dann habe ich fürs Junken immer weiter gespielt. Und irgendwann habe ich das Junken dann einfach abgewartet. Dann hat das auch ein paar Minuten gedauert. Aber dann irgendwann kam aus Frust so ein ganz leiser Beller und da war ganz große Party und dann haben wir ganz wild gespielt und war ganz toll, dass sie gebellt hat. Und dann hat sie irgendwann gelernt, sobald ich das Spielzeug halt hier zwischen meinen Armen verstecke, bellt sie. Und dann habe ich, bevor sie gebellt hat, habe das Spielzeug versteckt und habe gesagt, wie macht der Hund? Und dann fing sie halt an zu bellen. Und so hat sie das dann schnell gelernt, ging dann auch ganz schnell ohne Spielzeug, dass ich einfach vor ihr stand und gesagt habe, wie macht der Hund? Und dann hat sie gebellt. Sehr cool, richtig cool. Also bei dem Video, was wir ja gedreht haben, dieses Aktivvideo, da haben wir es ja primär gezeigt mit Leckerchen, also mit irgendwas ganz Tollem. Aber daran sieht man eben auch, dass wenn man einen Hund hat, der wirklich Spieltrieb hat, dass man das auch mit irgendeinem tollen Spielzeug oder Dummy oder so machen kann, wo der Hund dann richtig heiß drauf ist und das haben will. Man muss halt nur ein bisschen Geduld haben und selbst schon kleine Anzeichen vom Bellen positiv bestärken, indem man dem Hund dann die Belohnung gibt oder mit ihm spielt. Also Geduld ist wirklich wichtig, weil sie war überhaupt kein Beller. Die hat nie gebellt und deswegen war es sehr schwierig. Aber am Anfang halt jedes kleine Fiepsen, jedes Junken, jedes Anzeichen direkt spielen und belohnen. Und irgendwann kommt aus Frust kommt einfach der Beller. Irgendwann sagen die, ey, und dann tu was, tu was, genau. Okay. Cool. Prima. Komm zu mir. Prima. Ja, wo hast du das denn gelernt? Ja, super. Gut. Ja. Okay. Hey. Sag her, Abitur. Ja, tolles Mädchen. Den Hund nicht angucken, ne, sondern da drauf gucken einfach.
halt schon, ne? Ja, halt schon. Schon das Foto drauf. Ja, super. Jetzt fängt die an zu denken, ne? Mhm. Rattert. Das macht ihr jetzt zum ersten Mal, liebe Leute. Geil. Das macht doch Spaß. Ja! Boah, super schön! Ja, super! Guck mal hier. Ui. Ja, innerhalb von 2 Minuten, 1 Minute. Noch nicht mal. Kann Mia jetzt die ersten Schritte zum Bodentarget einfach mit dem Free-Shape, wie in dem anderen Video ja auch schon kurz erklärt. Das heißt, jeder Blick in die Richtung wird geklickert und irgendwann kommt dann der erste Fuß. Und ja, dadurch lernen die Hunde ihren Kopf anzustrengen, werden eben nicht mehr nur mit uns von der Leckerhand geführt. Man kann das super für nachher für die Obedience, für die Box oder einfach um die Hunde auf Distanz Tricks machen zu lassen oder zu schicken. Genau. Ja, toll machst du das! Und das macht tierisch Spaß, ne? Okay. So, wir sind jetzt fertig mit unserer Runde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos von oder mit und von uns mit Julia und Mia und Lili und Paul sehen wollt, dann Daumen hoch, abonniert uns fleißig, folgt uns auf Facebook und schreibt mal in den Kommentaren, wie euch das Video gefallen hat. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht nochmal wieder. Wir würden uns freuen. Ja, ich mich auch. Tschüss, tschüss. Genau. Ja, hey. Mia will kuscheln mit Leni. Ja, ist hey, langweilig, Leni. Platz. Mia, Platz. So. Mhm. Okay, ja. Machen wir nochmal eine kleine Pause. diese. Genau das. Hallo ihr Lieben. Kacke. Warte nochmal. Pokerface? Kann ich. Scheiße. So. Und Action. Hallo ihr Lieben. Und tschüss. Ich weiß nicht, wie das ist.